Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, ich habe jetzt hier schon wieder alles auf dem Tisch aufgebaut und erstmal fangen wir mit den Sachen an, die ihr auch sehen könnt. Hier haben wir also ein Zipser Wasser jetzt gemacht und Toilettenpapier war wirklich notwendig, weil wir haben nur noch zwei Rollen da. Und da haben wir erstmal Joghurt, Geschmacksrichtung Blonden. Das sieht auf jeden Fall mal interessant an. Ich habe mir diesen High-Protein-Joghurt ausgesucht von Ermann. Und da mussten wir das an der Info direkt reklamieren, weil der war billiger zum halben Preis. Und in der Kasse ging er aber zum vollen Preis durch. Und ja, haben wir aber das Geld wiederbekommen. Da habe ich die Verpackung schon weggeschmissen, weil wir haben halt ganz viel Verpackung im Laden gelassen. Das sind Gemüse-Nuggets. Die kosten 1,99 € und die wollte ich mal ausprobieren. Da muss irgendwo jetzt noch zweimal Soße, einmal Curry, einmal süß-sauer dazu versteckt sein. So. Als nächstes haben wir hier vier Tomaten, Ristentomaten und Hähnchenbrustfilet. Das wollte ich gerne essen, das ist auch reduziert, 30% günstiger war das. Und wir waren an der Wursttheke. An der Fleischtheke waren wir dieses Mal nicht. Und ich habe 157 Gramm Gänserillette gekauft. Ja, das kostet 3,44 €. Aber man gönnt sich ja sonst nichts und es ist ja auch nur zur Weihnachtszeit erhältlich. Denn da lag Parmaschinken und ich habe noch Portionsecken geholt, da waren ungarische heute abzustauben. Genau, ich habe hier noch ein paar Plastikmesser, die haben 10 Cent gekostet, 20 Stück. Hier fängt es schon mit der Schande an, ehrlich gesagt. Es war Kartoffelpüree im Angebot und 12 Portionen Kartoffelpüree haben 50 Cent gekostet. Und ja, da habe ich die ganze Verpackung im Laden gelassen. Also da seht ihr jetzt gleich noch ein paar mehr Pakete. Und wir haben aber richtig, richtig viel gesundes Kram auch geholt. Ja, das ist leer soweit. Zum Beispiel hier 2 Kilo Mandarinen. Weil Obst und Gemüse, wir haben jetzt noch eine Banane da und Kartoffeln und Zwiebeln und Knoblauch. Ansonsten war das wirklich komplett leer alles. Und deswegen haben wir ordentlich einkaufen können. So, hier habe ich die Star Wars Pakete. Die gibt es ja gratis dazu momentan. Wenn wir uns mal geben lassen. Ja. So, Eier waren auch komplett alle, deswegen da 2 Pakete. Wir essen ja Eier sehr, sehr gerne. So, und dann ist ja Mozzarella Light mitgekommen. So. Und Kartoffelpüree der Schande heute. Da können wir eine ganze Badewanne nämlich mit füllen. Hier ist nochmal mehr Messer. Und drin baden. Ein Eiran, der kommt ja sowieso jede Woche mit. So, und ich habe hier eine Avocado. Ich wollte gerne Avocado-Creme morgen essen. Und neue Zucchini darf auch nicht fehlen, die esse ich ja zurzeit mega gerne. Und hier nochmal Plastikmesser, ehe sie nicht mehr im Handel erhältlich sind. So, da 3 Paprika, die waren auch in der Werbung die Woche. Und eine Pomelo war auch in der Werbung die Woche. Hat die Kassiererin 2 abkassiert. Habe ich mich natürlich auch beschwert an der Info. Also ganz freundlich natürlich. Haben wir auch, also knapp 3 Euro haben wir wieder bekommen an der Info für unseren Einkauf. Es war heute wieder, ja. Also, ja. So, ich habe mir hier so einen Bio-Karottensaft mitgenommen für 60 Cent die Packung. Schmeckt irgendwie scheiße, kann ich dazu nur sagen. Es ist halt nur Karottensaft mit Zitronensaft, aber für mich hätte die Zitrone da nicht reingemusst. Also für mich hätte auch nur Karottensaft gereicht, aber das geht wahrscheinlich nicht wegen der Haltbarkeit. Ja, das ist alles Kartoffelpüree. Genau, und dann war das die 75% reduziert. Haben wir hier einmal Frühlingsrollen mit Fleisch und 2 Dips. Er kostet eigentlich 2,50 € und jetzt haben wir aber 62 Cent pro Packung bezahlt und ich habe hier 5 Stück geholt. Genau, eine essen wir und den Rest wollen wir einfrieren. Genau, wir hatten schon ewig keinen Salattopf mehr. Ich habe mir den ein bisschen übergessen gehabt und jetzt habe ich aber wieder richtig Hunger drauf. Genauso wie auf rote Zwiebeln. Haben wir in letzter Zeit auch mit Zucchini gekauft. Genau. Die Woche war auch Kaki in der Werbung. Und Kaki ist auch so eine richtig leckere, geile Frucht. Die schmeckt immer gut. So ein herber Naturjoghurt.
sofort wieder Raps machen die Woche, deswegen habe ich den Meister-Till jetzt rausgesucht. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Ich habe ja wieder Frühschicht. Und zweimal haben wir unsere Erbsen aufgefüllt. Ja, die Süßkartoffeln waren auch im Angebot. Die haben jetzt nur 2,99 also gekostet, das Kilo. Also schon sehr, sehr günstig. Ja, hier habe ich unseren Einkaufszettel gefunden. Insgesamt haben wir jetzt 79 Euro bezahlt. Ja, also wir haben echt eine Menge bekommen für unser Geld. Genau, und von den 79 Euro muss man ja noch 3 runterrechnen, weil das haben wir ja in der Infozeit bekommen. So, hier ist unsere provisorische Gurke, die holen wir ja sowieso auch jede Woche. Eiersalat war auch in der Werbung. Ja, diese Woche waren wirklich echt viele Sachen in der Werbung, die wir auch wirklich gerne essen. Und die haben wir natürlich auch alle gekauft. Genauso, sie hatten auch XXL Hähnchenbrustfilet, also das Kilo hat jetzt 5,55 € gekostet. Ich glaube, diesen Preis gab es das letzte Mal vor 7 Jahren oder so im Einzelhandel. Und ja, da haben wir natürlich zugeschlagen. Einmal leicht, das wurde mir in den Wagen gepackt, das habe ich erst beim Kassieren gesehen. Da freue ich mich auch. Ich habe noch eine Packung da, aber man kann ja auch nie genug haben davon. Das hält sich ja auch. So, jetzt habe ich hier noch 3 Stangen Porree. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, war in der Werbung. Das ist schon ein sehr, sehr guter Preis. Und ich habe hier wieder Golden Delicious Äpfel. Die sind süß und die mag ich sehr, sehr gerne. Und die esse ich auch gerne auf Arbeit. So, ach ja. Ja, wir haben Bratkartoffeln waren auch reduziert. Und da habe ich auch 5 Pakete mitgenommen. Kostete 89 Cent, war ungekühlt. Und gekühlt, ich esse ja auch gerne diesen Kartoffelauflauf. Genau, Kartoffelauflauf, nicht Bratkartoffel, Entschuldigung. Und gekühlt kosten die 1,19 €. Und jetzt hat die Packung ungekühlt aber 89 Cent gekostet. Und eigentlich wollte ich mir das ja jetzt immer selber machen. Aber für 89 Cent eine ganze Mahlzeit kann man sich mal gönnen. Also das ist schon ein guter Preis. So, jetzt haben wir hier Langkorn Naturreis einmal, dann Basmati-Reis einmal und Thai-Duftreis einmal. Und da wurde mir gesagt, der Plan ist es einfach alles einmal zu mischen in so einem großen Glas. Und dann hat man eine Reismischung und es schmeckt besser. Ist mir wurscht, ne? So, Apfelsaft möchte der Mann trinken. Ich habe mir diese Woche Saft, also von Amecke ist ja sowieso der beste Saft aller Säfte. Und die haben eine neue Sorte anscheinend, Williams Christ Birne Apfel. Und hier, was ich auch überzeugend fand, Moment, mit 30% Birnenmark dabei. Ja, das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Der Dr. Pepper, so mein Tisch ist jetzt langsam auch echt voll. Also von Erasco haben wir hier einmal Kartoffeltopf mit Würstchen. Und was mich hieran fasziniert hat, eigentlich war pro Portion, also pro 100 Gramm hat dieses 61 Kalorien. Ja, der ganze Topf hat ja 800 Gramm. Und also insgesamt ist der ganze Topf mit 500 Kalorien belastet. Und es ist ein ultra gutes Essen. Also da kann man jetzt wirklich nichts falsch machen. Es sei denn, man kocht sich das natürlich selber. Müllermilch war auch in der Werbung. Vielleicht kriegen wir ja diesmal das Mu. Ich weiß nicht, ob die Aktion noch läuft momentan. Nee, ich glaube nicht. Ja, das ist eh alles Verarschung. Ja, und jetzt kommen wir schon zum letzten. Wir haben noch einmal Lachsschinken. Wir haben noch ganz viel Belag da. Und wir haben auch noch, Entschuldigung, eingefroren 2-mal Kochschinken. Das müssen wir jetzt erstmal aufessen. Der Plan ist ja jetzt, dass wir am Wochenende unseren Tiefkühler abtauen. Deswegen haben wir auch keine Tiefkühlprodukte heute gekauft. Und das müssen wir jetzt erstmal machen. Und dann machen wir den Kühlschrank ordentlich sauber und dann kommt alles wieder rein. Ja, muss man ja ab und zu mal machen. Oh, der ganze Tisch ist voll. Wirklich ultra viel eingekauft. Aber vom Preis her top, ne? Also 76 Euro kann man nichts gegen sagen für eine Woche für 2 Personen. Ach ja, ich hätte fast noch Kaffee gekauft. Dieses Bella Crema, ganze Bohnen. Das war im Angebot 7,77 Euro für das Kilo. Und auf dem Schild stand aber, dass es nicht diese 1-Kilo-Packung ist, wie üblicherweise, sondern dass da 10% extra sind. Und dann aber noch in der Werbung, also 1100 Gramm für 7,77 Euro. Das wäre der ultra krasse Preis gewesen. Ja, und dann gucke ich, also ich kontrolliere das ja nicht immer, aber ich habe durch Zufall habe ich auf die Packung geschaut. Da waren nur Kilo-Packungen da und nicht diese 1100 XXL-Packungen. Ja,
also ich würde sagen, Kundenverarschung. Und dann habe ich, freundlich wie ich bin, natürlich die Auspackerin, die da gerade ausgepackt hat, befragt. Und also die war aus der Abteilung und dann pumpt die mich einfach an. Ja, ich meine, da muss sie ja mal das Schild ändern. Ist ja nicht mein Problem, dass sie das falsche Schild an die Produkte kleben. Das ist ja auch, ja. Jedenfalls hat sie mir noch hinterher gemurmelt, ja, ich mache hier die Preise nicht. Aber ich meine, also die Auspackerin ist schon dafür zuständig, dass die Regale ordentlich beschildert sind. Hust. Ja, so, genug gemeckert. Ihr könnt diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.